Man kann erst überleben, ja, aber auf die Dauer, man hat eine Anschaffung zu machen. Ja, und wo soll die von bezahlt werden? Ja, ich bin in Rente. Darf ich fragen, was man als Landwirt, wie hoch die Rente sich da beläuft? Ganz bescheiden. Und darf ich sagen, also 600 Euro. Ja, das ist... Das ist ein bisschen bescheiden. 2. Februar 2021, 13 Uhr. Der Trecker-Korso setzt sich Richtung Nabu in Bewegung. Ich bin hier im Auto mit dem Josef. Hallo Josef. Hallo. Wo kommst du her? Ich komme gebürtig auch aus Niedersachsen und habe aber einen Hof gekauft hier in Brandenburg und bin jetzt seit 7 Jahren hier. Also ein Brandenburger Bauer mit Wurzeln aus Niedersachsen. Genau so ist das. Gibt's Grünkohl hier in Brandenburg? Ich weiß es noch nicht. Nein, das ist auch eine Oldenburger Spezialität. Ach so, Oldenburg. Ja. Grünkohl ist eine Oldenburger Spezialität. Seit wann bist du hier auf der Demo? Seit Montag jetzt. Seit Montag, also 2 Tage. Ich wollte vorige Woche da erst schon hin und da war das auch noch nicht so klar mit Unterkunft, mit Verpflegung und wie ich da handhaben musste. Ja. Aber jetzt, meine Tochter ist auch in dieser App mit drin. Verpflegungs-App. In dieser App mit drin. Wo die Nachrichten bekommen, was da ist mit Demo. Ach so, ja. Ja. Und da hat sie mir das auf Handy geschickt, dass die Verpflegung gestellt würde. Und die Verpflegung ist hier auch ja super. Ich habe schon gesehen, die erste Woche war ja Edeka morgens hier. Die hatten immer frische Brötchen und irgendwie ja, so Streuselschnecken, sowas in der Art. Aber es kommen ja ständig irgendwie Pizza an, Leute bringen Kaffee vorbei, Tee, Süßigkeiten. Oder bringen Eintopf vorbei, so wie gestern Abend. Eintopf gab's? Ja. Was denn für ein Eintopf? Mehr so ein Gemüseeintopf. Ja, für jeden was dabei. Was hast du für einen Hof hier in Brandenburg? Milchviehbetrieb. Mit 200 Melken Kühe und der Nachzug wird dann gemästet, die Bohlen gemästet und die Rinder werden dann als Nachzug nachgesetzt. Ja, was hat sich in den letzten 7 Jahren verändert? Da haben wir relativ nicht viel verändert. Und ich bin mittlerweile auf Rente und meine Tochter und Schwiegersohn machen dann weiter. Und deshalb kann ich diese Woche zur Demo fahren. Sonst hätte ich da gar nicht hinfahren können, weil diese Zeit nicht gar nicht gedingt bekommen hätte. Ah, du bist schon in Rente? Ja, ich bin in Rente. Darf ich fragen, was man als Landwirt, wie hoch die Rente sich da beläuft? Ganz bescheiden. Bescheiden. Und darf ich ruhig sagen, also 600 Euro im Monat. Ja, das ist... Das ist ein bisschen bescheiden. Ja. Dafür, dass ja, 365 Tage im Jahr gearbeitet wurde. Wann steht man auf als Milchbauer? Bei uns wird das Melken geht los morgens um 5 Uhr. Oh. Und dann so 3,5 Stunden bis 4 Stunden. Eieiei. Jede Melkzeit. Ja, mit Melken sauber machen, Kälber trecken. Da gehört er dann auch hier mit zu. Ein Kollege hat erzählt, die Kühe hätten alle Namen. Ist das bei euch auch so? Die haben alle eine Nummer bei uns. Ja. Ah ja. Du hast gesagt, deine Tochter führt jetzt den Betrieb weiter mit ihrem Mann? Ja. Ja. Hab ich gehört. Und ich gehe als Rentner da auch mit hin. Und ja. Und helfe dann aber auch mit. Und dann sind hier bloß 3 Mann auf dem Hof. Wir haben eine Melkerin eingestellt und dann die beiden. Gibt es schon Enkelkinder auf dem Hof? Nein, gibt es auch noch nicht. Wir haben noch keine Enkelkinder. Ah, es kommt ja hoffentlich noch. Ja, es war eins in Anmarsch und die hat Fehlgeburt gehabt. Ah, das tut mir leid. Ja.
Und das im 8. Monat. Oh Gott, das ist... Das tut mir leid. Knapp ein halbes Jahr. Aber die sind ja noch jung, da kann ja wohl nachkommen. Wenn die Kühe gemolken sind, wie geht der Tag auf so einem Betrieb weiter? Ja, meistens muss hier noch gefüttert werden. Ja. Ja, und die Außenwirtschaft mache ich noch meistens so. Was ist Außenwirtschaft? Ja, die Felder bestellen. Mhm, was habt ihr für Felder? Dann hauptsächlich bauen wir Grünland. Mhm. Das muss ja abgedüngt werden, das muss gewährt werden. Ja, und dann haben wir noch Mais und Roggen. Roggen, ja. Und alle Produkte, die wir anbauen, wird auch an unser Vieh verfüttert. Ach so, das ist nur zum Futter. Das ganze Futter, was wir anbauen, geht alle in unser Vieh. Bis auf Heu. Heu tun wir noch mal was verkaufen. Aber nicht zukaufen. Dann bloß verkaufen, weil wir zu viel Grünland haben. Betrifft sie dann die Düngeverordnung stark? Ja, betrifft uns auch ein bisschen, weil wir meistens im roten Gebiet leben, in der ganzen Ländereien. Das heißt, weniger Abdüngung und weniger. Und Ausgleich gibt es da. Nichts. Ja, also mussten Sie dann schon Kühe, den Kuhbestand abbauen oder hält sich das Nein. noch? Das können wir noch halten, weil wir Fläche genug haben. Mhm. Wenn wir jetzt mit Fläche knapp bestückt wären, hätten wir das machen müssen. Also wäre das Einkommen noch wieder eingeschränkt. Wir sind im Ruhrgebiet mit einem ganz betrieblichen Ruhrgebiet. Und wir brauchen das Vieh noch nicht abstocken, weil wir Fläche genug haben. Sonst hätten wir das Vieh abstocken müssen. Wie verhält sich der Milchpreis im Moment? Was bekommen Sie für einen Liter Milch? 29 Cent. 29? Also das ist jetzt bisher Tiefstwert von all den ich gehört habe. Ja, ja, ich habe so ein bisschen Zuschläge, wenn man da noch über die Kriterien erfüllen tut. Ja, das ist echt. Einige Sachen kriegen mehr. Ich habe schon was gehört mit 33, 32 Cent, aber 29 ist ordentlich. Ja, das sind die vom Ammerland. Die sind da gehabt, weil die Ammerland sind ja auch in der Ecke. Die haben so eine private Molkerei, wo die den Milch hinliefern. Hat sich der Preis in den letzten Jahren verändert? Der war ja schon mal noch tiefer. Wir waren schon mal 20 Cent. Wie wirkt sich das aus, so ein Preis? Ja, aber diesen Preis, man kann erst überleben, ja, aber auf die Dauer, man hat eine Anschaffung zu machen. Ja, und so soll die von bezahlt werden. Musste deine Tochter schon Kredit aufnehmen? Ja, Kredit haben wir auch. Ja. Wir müssen die Hütte lagern. Ja. Sechs Monate vorgeschrieben. Können wir im Moment noch nicht. Wie teuer ist sowas, wenn man jetzt, ja, jetzt so die Gülle neu lagern muss? Neue Anschaffungen, neuer Stall, wie teuer? Da gibt es auch. Zuschuss gibt es da auch für, aber was dann mit Papierkrieg verbunden ist, das ist unnormal. Wer macht die bürokratische Nachbearbeitung? Das macht meine Tochter alle. Die ist gelernte Steuerfachangestellte. Ah ja, okay. Und der Schwiegersohn? Der Schwiegersohn hat Heizungsbauer gelernt. Der hat nachher Landwirtschaft gelernt. Hier jetzt in der Friedrichstraße ein schönes Hubkonzert. Letzte Woche durftet ihr ja nicht unter den Linden hupen vorm ZDF, da war ja Hupen verboten. Ja? Ja, da war
Ja, letzte Woche bin ich hier nicht gewesen. Also gelernter Heizungsbauer und Steuerfachangestellte. Und die rocken jetzt. Ja, und die macht jetzt aber eine landwirtschaftliche Ausbildung nach. Meine Tochter. Dass sie da auch ein bisschen mit auf dem Laufenden ist. Ja. Wie und wo was muss. Wie lang ist so eine landwirtschaftliche Ausbildung? Das läuft jetzt quasi über zwei Winterseminare. Ach so. Und die vorher ist ja schon hingewiesen und macht dies ja normal in Abschluss. Nach ein paar Juni. Und sag mal, bevor du nach Brandenburg gefahren bist, hast du in Hannover oder in Niedersachsen auch schon einen Bauernhof gehabt, oder? Ja, ich wollte ehrlich sagen, ich wollte auch ganz offen. Wir hatten 15 Hektar Eigentum in Niedersachsen. Rest zugepachtet. Pachtpreise bezahlen von uns. Bei uns in Niedersachsen, da werden Pachtpreise bezahlt von 1200 bis 1400-500 Euro pro Hektar. Wobei wir so einen Kleinbetrieb hatten, haben wir diese Pacht nicht angewendet. Das rentierte sich für uns nicht. Ja, und wenn man dann eben den Roggen anbaut und kriegt dann für den Roggen 700-800 Euro für den Erlös, ja, dann gibt es noch vielleicht ein bisschen Prämien, 200 Euro. Ja, gut. Ja, dann ist es immer noch ein Zusatzgeschäft. Und Arbeit, ne? Und Arbeit, ja. Und ich will mir keine Arbeit an den Hals holen, wo ich quasi keine Entlohnung quasi für habe. Ja. Und deshalb ist unser Gedanke gekommen, entweder in Niedersachsen ist Schluss, wird den Bauernhof aufgegeben. Ja, ja gut, wenn das Verpachten mehr einbringt als, das, als die Bewirtschaftung des Landes, ja. Ist ja logisch. Also und da hatten wir bloß einen Kumpel von mir, der hat hier auch Verbindung hin wollen. Und der hat gesagt, ach, tu das doch nicht. Im Osten gibt das doch wohl was, was wohl rentabel sein könnte. Ja, und dadurch sind wir so ein paar Jahre so losgefahren und haben uns was angeguckt. Und hier ist, wo wir jetzt sind, der Bau so ungefähr der letzte, was wir da genommen haben. Gibt es Unterschiede zwischen Ost und West in der Landwirtschaft? Also ja, bis auf... Ja. Wie? Wie sieht das aus? Also bis auf jetzt Anbauunterschiede ist ja klar, das ist regional unterschiedlich. Ja, allein die Pachten schon. Im Vergleich? Man darf es ja gar nicht sagen. Ne? Wir haben da 15 Hektar verkauft. Wir haben hier 100 Hektar eigentlich wieder mitbetrieben. 15 Hektar in Niedersachsen verkauft und da kann man sich hier in Brandenburg, in Ostdeutschland, 100 Hektar kaufen von. Ja, das darfst du echt keinem erzählen. Nee, wir können uns egal in Naja, es ist ja so. Ich meine, es ist ja ein... Ja, ist so. Ist so. Hier zahlt sie 200 Euro im Nacht. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen schlauer geworden. Ja. 40 fährt der. Schafft er auch mehr als 40 oder fährt er nur 40? Der fährt bloß 40. Fährt bloß 40. Ah ja, aber die Anreise war ja nicht so weit, ne? Oh, 120 Kilometer. 120 Kilometer? Ja. Wie lange dauert das dann? Oder wie lange seid ihr gefahren? In der Landstraße? Drei. Stunden. Ja, schon. Gestern Abend haben wir mit Kumpels mitgefahren. Ja. Nach uns nach Hause, die kam bei uns vom Auto lang. Bin dann mitgefahren mit Auto. Und heute Morgen am Trecker hier stehen lassen. Mhm. Und wir heute Morgen mit Auto hier wieder hingefahren. Ja. So. Wenn man zu Hause schlafen das kann, ist ja doch. Das ist der steht auf dem Parkplatz. Ach so, okay. Die Polizei, die muss das ja alles koordinieren, wo ihr da parken könnt. Ja, die wollen aber heute Abend auch noch zum Potsdamer Platz dahin, ne? Zum Ministerium für Umwelt und Naturschutz, glaube ich.
da wohnt die da im Ort. Frau Schulze. Ja. Ja, Frau Schulze hat es ja bisher leider noch nicht geschafft, herauszukommen zu ihren Landwirten. Vielleicht klappt es ja heute. Ich gehe doch mal von aus, dass die gegen die Bammel. So sehe ich das. Ja, die Berliner Straßen, die sind auch nicht wirklich ausgelegt für so Traktoren. Nö. Ohne einfach, und wieder genau drin. Die Demo ist noch angemeldet bis Ende Februar. Die Demo ist angemeldet bis Ende Februar? Ist angemeldet bis Ende Februar. Ist aber jetzt schade. Abwarten. Jetzt wurde mir gesagt, in Hannover demonstrieren sie auch? Ja, überall bei der Landesregierung, ja. In Potsdam habt ihr auch, ne? Das ist. Man hört. Aber haben sie jedenfalls. Ja, die Medien bringen nichts. Warum bringen die nichts? Ich weiß es nicht. Ist genauso, als wenn die von oben einen auf den Deckel gekriegt haben, die Reporter, dass sie nicht was bringen dürfen. Ja. Gut, durchkommen ist hier nicht mehr jetzt. Nein.